Fashion Beach Boy war schon so das Ding. Also ich denke, der Vierjahreszyklus ist extrem so ausgeprägt. In meiner Familie hat niemand Volleyball noch Beachvolleyball gespielt. Ich habe einfach früher, ich bin halt immer so die Größte gewesen und bin dann mal so in ein Volleyball-Schnuppertraining. Das hat mir mega gut gefallen. Meine Eltern haben beide Volleyball gespielt. Ich habe dann auch relativ früh einfach mit ihnen schon so im Garten gespielt, habe dann aber auch lange Tennis gespielt und Leichtathletik gemacht. Bin eigentlich eher später dann zum Volleyball wirklich so im Club. Ganz am Anfang, wenn wir anfangen zusammen zu spielen, ich bin immer so 3-4 Minuten, bevor wir abmachen, bin ich dort. Nie nach und immer so auf den Punkt zu laufen, so gemütlich. Ich heiße Nina Betschart, ich bin 24, Beachvolleyball-Profi. Ich bin Tanja Hüberli, 27, Beachvolleyball-Profi. Und unser grosses Ziel ist, 2020 an Olympischen Sommerspielen in Tokio eine Top-Performance abzuliefern. Ein Herbsttag in Bern. Für die Beachvolleyballerinnen Nina Betschart und Tanja Hüberli beginnt die Olympiasaison. Sie treffen sich mit ihrem Mentalcoach Lothar Linz, ein Mann, dem sie vertrauen. Ja. Also ich habe ein paar Sachen vorbereitet, aber wichtig wäre mir natürlich, dass ihr sagt, was euch wichtig ist heute, worüber wir sprechen wollen. Ja, letzte Woche haben wir noch so einen Workshop gehabt, so über den haben wir gesagt. Ich finde, dort haben wir noch so ein paar Sachen, oder sind mir so ein paar Sachen so ein bisschen bewusst worden und so, oder so ein bisschen Fragen aufgetaucht, die wir gerne nachher so besprechen können. Ich finde, Beachvolleyball ist schon ein mentaler Sport. Wo man es am deutlichsten sehen kann, ist, wenn der Gegner natürlich sieht, du bist heute jetzt wirklich schlecht dran. Ja? Eine von den beiden Mädels ist nicht gut drauf und der Gegner merkt das, dann spielt er jeden Ball auf dich. Und dann wiederum als zusätzliche Schwierigkeit gegenüber dem Einzelsport, wo ich nur für mich verantwortlich bin. Jetzt läuft es bei mir nicht, ich habe die volle Verantwortung und bin aber auch noch für eine Partnerin verantwortlich. Und die guckt jetzt vielleicht irgendwann auch noch so und ich merke irgendwie, die ist jetzt auch ein Stück unglücklich damit, das muss ich jetzt aushalten. Aber wenn die Voraussetzungen da sind, und ich glaube, in dem Bereich sind die Unterschiede ja in der Spitze gar nicht mehr so groß. Das muss man gar nicht sagen. Also unter den Top Ten ist ja nicht so, dass die eine viel besser ist als die andere. Und dann wird natürlich das Mentale auf einmal sehr ausschlaggebend. Ich finde schon, dass bei uns nach Warschau hat es eigentlich so ein bisschen Klick gemacht bei uns, wo wir so viel geschafft haben mit dem Führen schauen, dass wir einfach wirklich jedes Mal den Fokus noch mal mehr auf den nächsten Ball gelegt haben. Er ist jemand, der extrem viel dir probiert, eine andere Ansicht von gewissen Sachen zu erklären. Also ich denke, dass man sich ja manchmal auch so ein bisschen gewisse Sachen verstrickt. Das führt ja, das ist jetzt alles mega schlimm. Und er ist dann jemand, der einem extrem beruhigen kann, finde ich. Ich bin immer das Loslösen von den Resultaten und so nicht zu fest unter Druck setzen am Anfang, weil es halt eben auch die Olympiasaison ist. Und einfach eben, dass wir hier gleich mal mit dieser Lockerheit reingehen. Irgendwie, dass wir so einen Mittelweg finden zwischen dem ganz klar unser Ziel haben und nicht einfach wollen mitspielen, sondern ambitionierte Ziele zu haben. Aber gleich locker bleiben, wenn es mal nicht so läuft. Tanja und Nina sind seit 2016 ein Team, das harmoniert. 3 Jahre später ist das Duo die Nummer 1 in der Schweiz und zuvorderst an der Weltspitze angekommen. Oh, hast du das Hemdchen an?
Nein, habe ich gestern übrigens. Das sehe ich. Es sieht riesig aus, das Töchchen, gell? Der Erfolg hat seinen Preis. Beide sind fast nie zu Hause, fliegen monatelang um den Globus. Reisen gehört zu ihrem Lebensinhalt. Ich glaube, dass viele an mich nicht wissen, eben, wie viel Zeit eigentlich da drauf geht. Wir haben halt auch oft Turniere, die nicht nahe von einem Flughafen sind, wo wir halt auch, beispielsweise Polen vor 2 Jahren, so sind wir irgendwie 3 Stunden nachher mit dem Auto vom Flughafen in so einen Kaff rausgefahren. Und ja, ich glaube, für das muss man schon ein bisschen gemacht sein. Wir haben lieber einen Gangplatz, als dass wir jetzt da nebeneinander sind, weil wir verbringen ja sonst so viel Zeit zusammen. Und manchmal gibt es Flüge, da reden wir sehr viel, da wissen wir eigentlich etwas zu reden und haben gerade das Thema. Und manchmal gibt es Flüge, da reden wir praktisch nichts. Das ist immer so ein bisschen, jetzt sehen wir uns dort wieder. Ja. Ich habe zum Glück jetzt nicht extrem Mühe mit Flügen oder irgendwie Angst oder so. Von dem her, ja, es gehört inzwischen dazu. Und also ich finde es eher manchmal schwierig, immer wieder von daheim wegzugehen, als das Reisen selber. Dadurch, dass ich halt relativ gross bin, ist es halt nicht so bequem. Wenn ich einen normalen Sitz habe, kann ich halt nicht gerade reinhocken. Dementsprechend ist es relativ unbequem. Und ich mache es halt auch nicht so gerne, außer ich höre es überhaupt nicht gerne, wenn es schüttelt oder wenn es ein bisschen rüttelt, dann bin ich relativ schnell nervös. Ankunft auf Teneriffa. Ein weiterer Zwischenhalt auf dem Weg nach Tokio. 2 Wochen intensivstes Trainingslager stehen bevor. Hast du das nicht so viel gehabt? Es ist verdammt lang gegangen. Hey, es ist genau so lang wie der Hinflug, aber ich habe nicht gefunden, dass ich alle 5 Minuten durchgehe. 6 Stunden. Hey. Das nicht alle Jahre gleich. Wir sind jetzt das zweite Mal eigentlich im Dezember auf Teneriffa. Wir haben einfach, als wir die Planung gemacht haben, haben wir so ein bisschen überlegt, wann sind so die Möglichkeiten, um mal rauszugehen und frei im Himmel zu spielen, weil es sind immer ganz andere Bedingungen, ob du jetzt daheim in der Beachhalle in Bern trainierst oder eben von außen mit Wind, mit Sonne, mit härterem Boden ein bisschen da. Gemeinsam den ganzen Tag im Sand. Gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Die Beachvolleyball-Nomaden haben sich auf dieses Leben eingestellt. Zu Hause ist, wo sie sich wohlfühlen. Teneriffa ist für uns auch so fast wie ein Heimkommen. Wir sind schon so oft da und wir sind immer sehr gerne da. Wir bringen extrem viel Zeit zusammen. Das ist auch so bekannt. Wir haben viel Zeit zusammen im Hotelzimmer, mit den Nien zusammen, reisen zusammen und so weiter. Und ich denke, ein Trainingslager ist für uns cool, wenn wir auch eben, je nachdem noch jemand anderes von der Familie dabei haben oder eben so in einem Apartment wohnen, selber kochen, jedes Zimmer haben, so ein bisschen den eigenen Rhythmus gehen können. In unserem Fall haben wir oft auch eine Mami dabei, entweder Tanja oder meins. Ist natürlich mega gäbig, die kochen uns am Mittag. Du kannst auch mit denen heimkommen, das Essen schon parat. Macht es schon sehr viel einfacher und natürlich irgendwie auch cool, kann man ein bisschen Zeit mit ihnen verbringen. Ich will fertig aufhängen. Gut, kommst gut an den Ball. Gut. Ja, genau, und dann wieder noch ein bisschen mehr greifen, wenn du auf den Winkel willst, noch ein bisschen mehr fertig machen oben, dann wieder runterbringen. War trotzdem noch ein Tick mit dem ersten Schritt. Sonst super nachher. Nachher passt dann perfekt, aber dann bist du ein bisschen im Stocken. Wenn du Kopf spielen soll, schieb ihn ganz normal voll ran. Wenn er mal zu nah ist, dann muss ich ja etwas finden. Christoph Diekmann ist Nationaltrainer der Schweizer Beachvolleyballfrauen. Selbst einst erfolgreicher Olympiateilnehmer und heute für Nina und Tanja die wichtigste Bezugsperson. Ich würde mal sagen, die Bedeutung ist vor allem ganz am Anfang, als ich in das Beach Center gekommen bin, in die Nazi gekommen bin.
bin ich eigentlich angewiesen gewesen auf die technischen Input von den Athletiktrainer, weil ich halt ich habe die Grösse mitgebracht, ich war einigermaßen athletisch gewesen und ich kann das einfach ganz fest wählen mit dem Spitzensport, mit dem Beachvolleyball. Technisch habe ich nicht viel können. Beim letzten Mal gut so von oben holen und dann halt trotzdem was aggressiv runtermachen. Denn gerade wenn du jetzt in die Diagonale willst, heute Morgen auch ein bisschen so, dass du dann machst es mit dem Hochholen gut und dann kannst du eigentlich teilweise noch ein bisschen mehr wieder den Ball wirklich runterbringen mit Handgelenk, Unterarm. Das sind beide Spielerinnen, die im Angriff vielleicht von Natur aus nicht jetzt die sind, die jeden Ball irgendwie einprügeln. Und daran haben wir viel gearbeitet und da sind sie schon sehr gut geworden. Ich denke, dass sie nach wie vor im Angriff, also im Abschluss nachher, dass dort immer noch was drin liegt, noch ein höheres Niveau zu spielen. In vielen anderen Elementen sind sie jetzt schon eigentlich absolute Weltklasse. Aber ich glaube, wenn du am Ende, wenn du es reinbekommst, auch bei Bällen, die sich unangenehm eigentlich anfühlen, aber trotzdem am Ende diesen Impuls dahin zu haben, dann hast du eine Chance, dass der Ball in die Richtung geht. Nina und Tanja sind im Training eigentlich extrem für den Trainer extrem angenehm, weil sie immer arbeiten und was lernen wollen. Das ist für einen Trainer, also so vor allem wie wir funktionieren, das ist eigentlich perfekt. Weil wir haben eigentlich das Ziel, sie jeden Tag besser zu machen, als Team zu wachsen. Und das können natürlich wir nicht machen. Also wir können halt nur versuchen, da was reinzugeben. Und dann hängt es einfach davon ab, dass die Spieler bereit sind, dann die Sachen zu machen. Und das machen sie halt extrem, extrem gut. Und das darf man echt nicht unterschätzen, wie schwierig es ist für einen Spieler, immer wieder die Offenheit zu haben, sich von jemandem von außen sagen zu lassen, mach mal das noch. Hast bei dem Shot hast das Gefühl, also siehst du was oder spielst du den? Ja, ich würde es mir jetzt nicht vorstellen, wie es wäre, wenn jetzt Christoph würde sagen, so, hey, ich kann nicht mehr euer Coach sein. Ich glaube, das wäre wirklich auch schlimm für uns. Aber ja, es ist eben, wir sind so ein bisschen in einem Prozess, wo wir immer probieren, immer selbstständiger zu werden. Ich finde, unsere Trainer sind halt auch mega coole Menschen. So. Also ich finde, es ist halt, es macht so Spass, mit ihnen zu arbeiten und irgendwie, eben, wir merken, dass sie an uns glauben und trotzdem fordern sie uns irgendwie jeden Tag. Und es ist einfach eine mega coole Mischung so. Und ich glaube, sie haben auch einen mega grossen Anteil, dass es uns so viel Spass macht und das hilft schlussendlich der Leistung einfach auch sehr. Ich habe noch mit der Rafa noch gefragt, was für Bilder er will. Wir können eigentlich auch das von ihm einschicken. Ja. Sie haben ja geschrieben, irgendwie Ganzkörperfotos und so. Ja. Wir sind eigentlich so ein eigenes Unternehmen, sage ich jetzt mal. Jetzt buchen wir alle Flüge selber, wir buchen das Hotel selber. Wir machen eigentlich auch alles mit unseren Sponsoren selber. Unsere Homepage. Die wir auch selber so ein verwalten, so viel halt geht, machen wir selber und das nimmt dann halt schon immer so ein bisschen Zeit in Anspruch, aber es ist uns halt auch wichtig, dass es irgendwie so ein bisschen personell bleibt. Wir haben inzwischen glücklicherweise mega gutes Netz aufbauen. Ich glaube, wir haben viele coole Sponsoren, die in uns investieren und die auch Spass haben, mit uns etwas aufzubauen und uns so zu begleiten. Büroarbeit, Trainings und Turniere überall auf der Welt. Umso wichtiger ist es, Freundschaften zu pflegen. Sogar mit eigentlichen Gegnerinnen. Hi. Habt ihr gewusst, wie sie aussehen? Wir finden, glaube ich, auch so mit der Zeit lernst du halt auch so die Leute kennen, die merkst, die passen zu mir. Ich pflege eigentlich wirklich zu Basketballerinnen auch im Winter eigentlich eine gute Freundschaft oder einen guten Kontakt. Und das ist auch im Sommer eigentlich immer eine schöne Abwechslung, weil du auch mal froh bist, so vom Touralltag so ein bisschen wegzukommen und eben auch mal einen Kaffee zu trinken und mal über das private Leben zu reden. They've been very friendly. They are now and definitely when we got to know them were a lot higher ranked than us, but they're very like open and welcome to us even though when we were new people on the tour, which is very nice. So they definitely helped us a lot. Gut, bitte. Wie ist es da? Besser als gestern? Klein, würde ich sagen. Ja.
habe das Gefühl, es geht jetzt zwei Tage um. Das Liebesstretch. Ja. Und auch gut, wirklich auch mit der Black Crow gut lösen. Kann ich so schnell etwas machen für die zwei nächsten Tage? Ist gut, was brauchst du? Wirklich. Dings, Pflaster habe ich ja. Brauchst du noch mehr? Ich habe jetzt noch zwei. Okay. Also eins reicht? Ja. Gut. Jetzt gerade speziell bei der Estelle, denke ich, ist der Bezug schon nicht nur, dass sie unseren Körper wieder fit macht. Ich glaube, wir kennen sie inzwischen auch mega gut. Sie ist viel dabei. Ich denke schon, dass sie als Physio auch irgendwie jemand ist, der so für Ziel gut ist. Danke vielmals. Und hast du gut angekommen? Ja. Und? Hey, also es ist richtig gesehen. Also Stunde 15, wir haben nicht intensiv trainiert. Und haben durchschnitt von 139 oder so. Also viel zu hoch. Ja. Und schnaufen? Das Schnaufen war besser gewesen, aber eben mit dem Puls. Also ja, das war einfach echt gewesen. Mega schnell auf 160, 170. Und es ist nicht, also ja. Ich glaube einfach, wir haben es übertrieben in der letzten Woche. Also weißt, wir sind jetzt seit 5 Wochen dran und eigentlich seit 5 Wochen ist der Load intensiv. Mhm. Und ich meine, ich habe in den 5 Wochen vielleicht 4-5 freie Tage gehabt. Es geht jetzt eigentlich schon ein paar Tage so. Ich habe am Mittwoch am Morgen im Training gemerkt, dass ich sehr wenig Luft habe und der Puls eigentlich sehr hoch ist. Bin dann ein bisschen verschrocken und am Nachmittag ist es eigentlich so weitergegangen. Ich hatte dann eigentlich das Gefühl, ich bin wahrscheinlich einfach ein bisschen übertrainiert und der Körper ist einfach ein bisschen am Limit. Ja, jetzt ist es gestern so weitergegangen und heute Morgen, als ich aufwärmen wollte, eigentlich nach 3 Minuten, ich merke, dass der Puls einfach so hoch ist, dass ich nicht mal die einfachsten Übungen mitmachen kann. Und es ist natürlich auch eine relativ schwierige Situation, weil außerhalb des Trainings geht es mir eigentlich gut. Ich merke jetzt auch nicht, dass ich müde bin oder so. Aber ich merke einfach ganz klar bei der kleinsten Anstrengung, dass irgendetwas nicht ganz stimmt. Und das ist relativ unangenehm. Ich denke, es gibt Sachen, die man als Partner so beeinflussen kann oder eben halt versuchen, der Person gut zuzureden und ihr das Gefühl geben, dass es auch nicht so schlimm ist. Und weißt, also ja, jetzt nicht irgendwie auch noch Druck aufbauen oder so. Ich denke, das wäre sicher gar nicht förderlich. 1-0. Zurück in der Schweiz verbessert sich die Situation von Tanja nicht. Im Gegenteil. An ein Training ist nicht zu denken. Die kleinste Anstrengung bringt sie außer Atem. Der Besuch bei ihrem Vertrauensarzt soll endlich Klarheit schaffen, was los ist. Hallo. So. Ja, es war schon besser gewesen, aber also es ist schwierig zu sagen. Eben, wenn ich jetzt weißt, so bitte nimm Platz. Danke, wenn ich so Ruhe habe und ja, wenn ich nichts mache, dann merke ich nichts. Also weißt, wenn ich jetzt einfach so ein bisschen sitze, ich bin einfach ein bisschen müde, aber es ist jetzt nicht so, dass ich so eine Grundmüdigkeit habe die ganze Zeit. Sondern es ist mehr eben so, gestern habe ich vom Parkhaus hochlaufen, da haben mich alle gefragt, bist du hochgerannt? Ich dachte, nein. Schon so abends. Ja, also es ist wirklich so, bei der kleinsten Anstrengung ist mega, ist mega mühsam. Also, das müssen wir vielleicht schon verfolgen. Also jetzt machen wir so EKG, schauen wir mal Blutdruck, nehmen wir mal das Blut, tun die mal ablosen am Herz und an der Lunge doch auch schnell, oder? Ja. Okay, genau so. Und jetzt noch einmal. Ja, okay. Also, du darfst einfach ruhig liegen, mal schnaufen.
Nicht bewegen. Also jetzt, wenn wir das EKG anschauen, Tanja, haben wir da gewisse Veränderungen, die wir nicht einfach gerade so hinnehmen können, die jetzt relativ neu sind. Die müssen wir weiter abklären, aus meiner Sicht, mit dem Herzultraschall. Ich werde jetzt den Kardiologen kontaktieren, dass er das durchführen kann. Und dann schauen wir, wie das aussieht, was wir dort um den Befund können erhärten, der jetzt da möglicherweise da ist. Also ich schicke mir jetzt mal schnell das EKG. Ja. Und dann gibt er Bescheid, was er meint. Und dann müssen wir dann schnell schauen, dass du möglichst heute Nachmittag noch bei ihm vorbeigehen kannst. Hoffen, er ist rum. Mein erster Moment, wenn du nachher so eine Vermutung hörst von einem Arzt, der dir eigentlich noch nie gesagt hat, das sieht nicht gut aus, ja, dann trifft sie schon ganz schnell und bei mir braucht es viel, bis mir das Lachen vergeht. Aber im Moment ist es ist mir nicht so wohl. Die erste Vermutung des Vertrauensarztes: eine Herzmuskelentzündung. Doch im Unispital überschlagen sich die Ereignisse. Tanja hat eine schwere Lungenembolie. Jetzt zählt jede Minute. Ausgangspunkt der Embolie ist eine Thrombose in der Regel in den Beinvenen. Die wird gelegentlich bemerkt, weil der Patient entwickelt möglicherweise Beinsymptome zuerst vor der Embolie, sprich eine Schwellung oder Schmerzen, wie das bei unserer Patientin auch der Fall war. Und die Symptome der Embolie kommen manchmal dann plötzlich wie angeworfen. In schweren Fällen kann das zum plötzlichen Herztod führen. Ja, und nachher bin ich eben so vor der Entscheidung gestanden, nehme ich jetzt einfach 3 bis 6 Monate den Blutverdünner oder mache ich die medikamentöse Therapie mittels Katheter, also eben mit der Operation. Ich habe halt gewusst, dass die Operation mit dem Blutungsrisiko verbunden ist. Und in dem Moment ist der Sport eigentlich egal. Und habe mich nachher eben dann eigentlich für die Operation entschieden. Eine schwere Entscheidung. Auch Freund Ramon Zehnhäusern bangt. Seine Tanja steht vor einer Operation. Und der Schweizer Skistar muss tatenlos zusehen. Am heikelsten ist es einfach, wenn es darum ging, ob man jetzt da durch den Katheter steckt und die Operation macht oder ob man es nur medikamentös löst. Und das war schon nicht so eine coole Zeit. Das ist schon, aber jede Operation hat ja Gefahren mit sich. Und ja, da habe ich schon nicht so gut geschlafen nach, ehrlich gesagt. Ich muss schon recht Sorgen machen. Bei Patienten, wo wir glauben, dass sie stark profitieren, vielleicht ein geringes Komplikationspotenzial haben, wo wir dann meistens minimalinvasiv mit dieser Kathetermethode die Embolie entfernen können. Wo wir auch über einen Leistenzugang reingehen, das wie bei der Frau Hüberli, und direkt in die Lungenarterie reingehen. Also wir arbeiten mit Ultraschallwellen und auch mit Auflösungsmedikamenten in sehr kleiner Dosis. Und das haben wir bei der Frau Hüberli gemacht und konnten so innerhalb von wenigen Stunden die Embolie entfernen. Nach stundenlangem Bangen ist es geschafft. Die Operation ist geglückt. Aufatmen bei Mama Anita und eine Achterbahn der Gefühle bei Tanja. Ja, es war eine ganz neue Erfahrung und auch mega emotional. Also, es ist halt schon Angst. Du wolltest gleich positiv sein und sagen so, hey, nein, in 2 Tagen gehst du da raus und es ist alles wieder gut. Und ja, es ist einfach ein Allgefühl. In diesen 24 Stunden hast du alles einmal durchgemacht. Irgendwie. Nein, wir können zusammen mit Nina Betschart ist auf sich alleine gestellt. Ihre Freundin und Teamkollegin ist im Spital. Sie alleine im Sand. Ich war halt mega schockiert. Also,
Ich habe natürlich auch mega Sorgen um sie gemacht. Ich habe es halt auch alles erfahren, bevor sie die Operation und so hatte. Und dann ist ja gleich auch so, hoffst einfach, dass sie das gut übersteht und dass, ja, dass wieder alles gut wird. So ist ja gleich ja, etwas recht Krasses ist. Die Olympiamission von Hübali Becsart kommt aber nicht ins Stocken. Nina kann dieser schwierigen Zeit sogar Positives abgewinnen. Ich trainiere relativ normal, halt ein bisschen mehr allein als normalerweise. Hat aber auch seine Vorteile. Ich glaube, dann hast du halt extrem viel Ballkontakt, viel Inputs von den Trainern, kommst sicher weiter. Und ich glaube, eben ist sicher ein Vorteil von unserem System, da, dass wir alle Teams eigentlich die gleichen Trainer teilen, alle am gleichen Ort trainieren. Und so habe ich auch viele Möglichkeiten, mal mit jemand anderem noch zu trainieren, da, dass ich gleich auch so ein bisschen im Spielrhythmus bleibe. Du hast keine Ahnung, wie schwach meine Arme sind, das mache ich nicht. Der Rhythmus von Tanja ist ganz anders. 2 Wochen absolute Bettruhe. Etwas, das die Vorzeigeathletin nicht gewohnt ist. Entsprechend reagiert ihr Körper. Beim ersten Training nach der Zwangspause darf sie nur einen Bruchteil der gewohnten Gewichte stemmen. Das Schicksal hat Tanja Hübali verändert. Also ich bin grundsätzlich mal froh, kann ich überhaupt wieder etwas machen. Dementsprechend sehe ich es eher so ein bisschen als Plus, darf ich jetzt wieder da sein und Gewicht stemmen, weil vor 2 Wochen habe ich nicht gewusst, wann werde ich das überhaupt wieder machen. Und darum bin ich eigentlich super happy, darf ich das heute schon machen und nehme einfach alles, was ich machen kann, nehme ich, egal wie viel Prozent das ist. Ja, die Olympischen Spiele sind, ich glaube, nach dieser Diagnose so ein bisschen weiter weggerückt. Also es war halt vorher immer sehr präsent gewesen und wenn nachher so etwas passiert, dann willst du zuerst mal wieder gesund werden. Und jetzt ist es bei mir so, dass ich wieder auf einem guten Weg bin. Ich fühle mich wieder gesund eigentlich. Und es ist jetzt halt mehr so ein Aufbau. Und es ist nicht so, ich arbeite noch nicht so mega fokussiert und konzentriert so auf wieder Olympia an, sondern es ist mehr so, ich probiere meinen Weg zurück so ein bisschen anzugehen. Kannst du den Finger vor die Brust nehmen? Kannst du auch? Hallo! Hi. 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 Hallo! Hey! Hi! 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 Die Sportlerin pusht ihren Körper jahrelang ans Limit. Etwas, das den Eltern nicht entgangen ist. Wir weiss man nie, wenn es etwas hat, dann weiss man nie, nein, das ist sicher nicht so schlimm bei ihr, weil sie so eine Zeche ist und sie wirklich erst immer im letzten Moment irgendetwas sagt, gewöhnlich. Darum weiss man dann nie recht, woran das man ist. Eben, das ist bei ihr manchmal noch ein bisschen schwierig. Wenn man mal etwas machen wollte und alle sagen, nein, nein, du musst dich jetzt schonen. Letztes Mal wollte ich Fleisch schneiden, jetzt mal mein Fackgeschäft von der Fleischmaschine. Mit der Fleischmaschine? Ja. Ja. Für mich war es im Nachhinein halt einfach. Ich habe am Freitag noch telefoniert mit ihm, wo sie mir schon gesagt hat, dass sie keine Luft hat. Und da habe ich auch dort ihr gesagt, gang dort unten geht ins Spital oder lass dich untersuchen. Und sie haben sich dann entschieden, in der Schweiz von den Vertrauensärzten zu untersuchen. Und dann habe ich mir im Nachhinein eigentlich einfach meine Gedanken gemacht, dass da alles hätte passieren können. Und dass es sicher nicht selbstverständlich ist, dass sie überhaupt noch da unter uns ist. Oder? Es war sicher auch noch speziell, dass man sie gesehen hat, wie sie eigentlich einfach nur rumliegt. Das sage ich jetzt deutsch gesagt. Oder? Sie, die sonst nie keine Minute irgendwann ruhig sitzen konnte. Es war schon noch eindrücklich, wie sie das eigentlich mit der stoischen Ruhe totgelegen ist und nichts gemacht hat. Das war eine ganz andere Erfahrung von ihr. Natürlich ist man stolz auf sie, für das, was sie schon alles erreicht hat. Und auch für das, wie sie eigentlich die Situation jetzt wieder gemeistert hat. Ja, im Nachhinein bin ich schon verschrocken, wenn ich so gemerkt habe, so, hey, ich habe noch 3-mal so trainiert und ich habe gewusst, es geht mir nicht gut, habe aber gleich nicht aufhören, weil ich nicht wollte, dass die Leute das Gefühl haben, so, ich gebe schnell auf. Und im Nachhinein habe ich also gedacht, so, hey, du bist schon ein bisschen dumm gewesen, was du da gemacht hast.
Ah, hallo, Frau Hüberlin. Hallo, sorry, Sie sind schon, haben schon einen Moment gewartet. Kein Problem. Ich habe schon gehört, es geht Ihnen gut, oder? Ja, sehr gut. Danke. Als ob nichts gewesen wäre. Fast, ja. Fast? Ja. Reden wir dann noch drüber. Ich starte mal mit dem, genau. Nach Untersuchungen und Ursachenforschung. Wieso erkrankt eine kerngesunde Spitzenathletin an einer Lungenembolie? Wir wissen zum Beispiel, dass die Pille Thrombosen auslöst und Embolien, also klassisch östrogenhaltige Pillen, das sind die häufigsten Pillen, oder auch Spiralen, die östrogenbeschichtet sind, können dafür verantwortlich gemacht werden. Warum? Weil Östrogen, wo man künstlich zuführt, die Gerinnung des Blutes verändert. Andere Faktoren könnten sein, kleine Verletzungen oder eine Flugreise. Bei unserer Patientin ist es jetzt auch nicht so klassisch, weil wir wissen eigentlich, dass das Risiko an Thrombosen und Embolien erst deutlich ansteigt mit Flugdistanzen über 5000 Kilometer. Hat der Dr. Schmid auch noch gesagt, dass die Klappe ein bisschen rönt oder nicht mehr? Hat er nie gesagt. Bitzli, aber nicht schlimm. So wie das letzte Mal. Ne? Gut. Und dann setzt das Vakzin? Ja, das wird vielleicht noch ein paar Wochen dauern, aber das sollte keine Limitation sein, weil die ist wirklich nicht relevant. Ne? Okay. Die Chance bei ihr ist eben recht groß, dass sie ein völlig normales Leben führen kann, als ob sie nie eine Embolie gehabt hat. Insgesamt sehr erfreulicher Verlauf, würde ich sagen. Und ja. Wahrscheinlich merkt sie schon noch beim Training, dass sie noch nicht ganz da ist, wo sie war, oder? Ich muss eben einfach schauen. Ich meine, wenn es mir trümmelig wird oder so, dann muss ich halt dann aufhören. Es ist halt wirklich schwierig, auch für ihn zu sagen, was ich machen kann und was nicht. Weil er hat eben gesagt, er kennt sich mit Lungenembolie aus, aber halt nicht im Zusammenhang mit einer Spitzensportlerin. Aber ja, von dem her sieht eigentlich der Körper wieder gesund aus, zum Gehen. Ich muss jetzt einfach schauen, wie er reagiert. Der Arzt gibt grünes Licht. Tanja ist auf dem Weg zurück in den Sand. Ein letzter Meilenstein fürs Comeback bleibt der Leistungstest in Macklingen. Ruhig stehen. Aber bleiben. 1, 2, 3. Gut. Also. Eins, wir sind ja. Sie schlägt mir fürs Drücken ein. Das war gut. Ja, ich weiß, er war gut. Gut, ruhig stehen. Aber bleiben. Es ist ein Ich gratuliere dir. Danke. Auf 100% Sprunghöhe. Soll ich nicht noch machen? Nein, nicht? Das machen wir nicht. Wir haben gesehen, dass Tanja wieder auf sehr gutem Weg ist und dass sie überraschend nahe dran ist an den Bestwerten, die sie schon mal erreicht hat. Das zeigt, dass der Aufbau von der Kraft und der Explosivkraft auch schneller geht als der Transfer in Sand. Und wir hoffen, dass sie natürlich die guten Werte hier umsetzen kann in der nächsten Vorbereitungsphase im Sand. Gut. Nach vielen Wochen der Ungewissheit ist es Ende Februar endlich soweit. Hüberli Betschart trainieren wieder zusammen. Hoi! Hoi! Schön, dass du das gesehen hast. Ja, gleichfalls. Ja. Ich bin auch so ein bisschen nervös jetzt irgendwie, weil ich auch eben schon so lange nicht mehr im Sand war. Und ich mich einfach freue, dass ich wieder das mache, was mir am meisten Freude bereitet. Es gibt sicher so, wenn ich einen mega guten Tag habe, wo ich mich wirklich gut fühle, dann ist es mega schwierig, mich auch so ein bisschen bremsen, um nicht zu viel zu machen. Und wenn ich so ein bisschen einen schlechteren Tag habe, dann
merke ich auch so, dass ich einfach dankbar bin, kann ich das überhaupt noch machen. Und darum habe ich mir jetzt vorgenommen, heute auch mit viel Geduld da dran zu gehen. Das ist nicht so meine grösste Stärke. Tanja Hüberli ist ein Phänomen. Die Genesung geht schneller als erwartet. Die Saison kann ohne größere Abstriche durchgeplant werden. Und auch das Ziel Olympia bleibt realistisch. Wenn auch mit Veränderungen und Geduld im Training. Es wäre ja nicht clever, würde ich jetzt alles mit der Tanja mitmachen und weisst auch wieder von weiter unten starten, weil es einfach keinen Sinn macht. So kann man eigentlich sehr gut einfach so schauen, dass Tanja immer näher wieder an das herkommt. Also dass ich eigentlich meinen relativ fixen Plan habe. Natürlich kann ich auch mal eine Anpassung oder so machen, aber eben für mich sind auch Trainingslager ganz normal geplant. Hüberli Betschart sind zurück im Sand. Sie reisen erneut nach Teneriffa ins Trainingslager. Zu Hause schlägt gleichzeitig das Coronavirus zu. Und haben wir auch entschieden, dass Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sind zu verbieten. Und diese Verordnung ist in Kraft seit heute Morgen 10 Uhr. Der Bundesrat hat heute entschieden, die Situation als außerordentliche Lage zu erklären. Die Regelung gilt ab Mitternacht und dauert vorerst bis 19. April. Wir waren in Teneriffa, wo es eigentlich da in der Schweiz ein grösseres Thema wurde. Und ich glaube, wir haben es ein bisschen unterschätzt, weil in Teneriffa haben wir es nicht gross gespürt. Also die Leute haben sich recht normal verhalten und das Leben dort ist eigentlich recht normal weitergegangen. Ihre Partner in der Schweiz machen sich Sorgen. Denn normal ist hierzulande nichts mehr. Ich habe so ab dem Mittwoch habe ich, glaube ich, das erste Mal gesagt von dieser Woche, dass es glaube ich, gescheiter wäre, wenn es langsam heimkommt. Weil eben in Spanien hat es auch langsam angezogen. Ich glaube, die haben es extrem unterschätzt. Und dann ist ja dann von einem auf den anderen Tag am Wochenende haben sie dann auch alles zugemacht. So die letzten ein, zwei Tage habe ich schon gedacht, ja. Jetzt müsstest du wahrscheinlich langsam heimkommen, wenn du noch welche heimkommen. Aber ich habe nicht gross gesagt, weil ich dachte... Wenn ja, sie in Teneriffa bleibt, ist auch egal. Nein, nein, aber ich dachte, ihr werdet das wohl auch im Auge fassen. Es ist am Schluss echt knapp geworden, weil unsere Flüge sind noch verschoben worden. Und wir hatten zwischendurch auch Schiss gehabt, dass wir jetzt in Spanien bleiben und so. Die Flugverschiebung ist schon nachher noch mal kurz ein bisschen. Ich bin in Panik ausgebrochen, aber ja, ich bin froh, dass sie schlussendlich heimgekommen, weil die Spanier gefangen sind, wäre glaube ich, nicht das Lustigste gewesen. Kaum gelandet kommt die nächste Hiobsbotschaft. Damien Brunner, Hockeyprofi beim EHC Biel, hat das Coronavirus. So wie der Großteil seines Teams. Es war eine Woche krank und das Schlimmste waren die Gliederschmerzen. Und ich glaube, dass halt der Fokus ein bisschen zu fest auf Husten und Fieber war, hat man am Anfang nicht genau gewusst, ob man es jetzt hat oder nicht. Aber schlussendlich hatten all die gleichen Symptome gehabt. Und die getestet wurden, sind halt positiv gewesen, von dem her gesehen. Ja, ich bin eigentlich froh gewesen, hat sie gar nichts gehabt während dieser Zeit. Darum, weil ich wäre dann eigentlich so geschwollen gewesen. Ja. Das ist jetzt vier Pause. Du fühlst nicht existiert. Trotz mildem Verlauf müssen sie zu Hause in Quarantäne bleiben. An Training im Sand ist erneut nicht mehr zu denken. Ausharren und Geduld. Jetzt auch bei Nina Betschart. Der Dami hat schon so ein paar Sachen eingekauft gehabt, zum Glück. Also unser Kühlschrank war gefüllt und so. Das war gut für den Start. Und dann haben wir liebe Nachbarn und liebe Leute im Dorf, die uns immer wieder mal etwas gebracht haben, dass man mal etwas Frisches zu essen kann und so, weil das fällt man schon auch schnell an vermissen. Und sonst haben wir ja eben beide so ein bisschen unser Zeug gemacht, mal ein bisschen trainiert, mal ein bisschen Putzle zusammen gemacht, dann haben wir ein bisschen Fernsehen geschaut, ich habe irgendwann wieder angefangen lernen. Nina und Damian in Quarantäne. Tanja und Ramon, vom Virus zwar nicht direkt betroffen, kämpfen mit anderen Dingen. Also es war auch am Anfang nicht ganz einfach für uns. Ja, stimmt. So wir sind fast ins Haar gekommen. Das darfst du jetzt nicht sagen. Wieso nicht?
Stimmt, das ist ein schwacher Punkt erwischt. Rückblickend. Es war schon noch schwierig, weil ja. Eben halt jeder hat genau, so... Genau, das war eine Diskussion. Wir haben eben kein Ziel mehr gehabt. Wir haben nicht gewusst, was ist recht, was ist nicht recht. Man muss daheim sein. Ist es besser, da daheim zu sein? Ist es besser, bei ihm daheim zu sein? Mitten in dieser Zeit kommt das finale Urteil des IOC. Die Olympischen Spiele finden erst im nächsten Jahr statt. Ich hatte das Gefühl, du hast das eigentlich leicht verdaut mit Olympia. Also du bist ja nicht gross, bist nicht in ein Loch gefallen. Nein, eigentlich gar nicht. Also ich bin wirklich so... Ich glaube, ich habe halt auch letzten Dezember selber erfahren, dass es nicht wichtiger ist als Gesundheit. Und ich habe nachher auch bei einem Kollegen mitbekommen, der Papi im Spital war wegen dem Virus. Und wenn du nachher halt so Sachen hörst, dann ist der Sport eigentlich wirklich nicht mehr wichtig. Wie geht es weiter? Wann können wir wieder zusammen irgendwo trainieren, Beachvolleyball spielen? Eben schon extrem ungewiss jetzt im Moment. Für mich ist jetzt glaube ich schon, so zusammen im Stand stehen und so auf etwas anschaffen oder eben uns zusammen so ein verbessern. Also ich vermisse es. Ich glaube, es wird sicher eine Lösung geben, dass wir relativ schnell wieder reinkommen und dann gar nicht merken, dass wir mega lange auf das müssen warten und so weiter. Also ich habe eigentlich nicht so Angst vor dem. Es ist eher so, ich frage mich eher, wie lange es noch geht, bis wir wieder Beachvolleyball spielen dürfen.